zuerst herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute hier zu euch sprechen zu dürfen. Mein Name ist Peter Hohler, ich bin von Stimme und Gegenstimme. Stimme und Gegenstimme ist ein internationales, alternatives und unabhängiges Mediennetzwerk. Warum es uns gibt und wie das in der Praxis aussieht, möchte ich euch jetzt in den nächsten Minuten erzählen. Nach dem Beweis, dass Zeit eines der kostbarsten Güter ist, was wir haben, möchte ich nicht allzu lange auf die Folter spannen. Ich habe vor einigen Jahren in der Sendung Echt Fett, einige von euch werden das kennen, das war so eine Komödienserie, habe ich eine Entdeckung gemacht, die mich ziemlich erschreckt hat. Und zwar war ein und dieselbe Szene abgedreht im Jahr 2000 und dann wieder im Jahr 2004. Und zwar ist ein als Teufel verkleidender Mann mit so einem Dreizack einen als Engel verkleideten Mann nachgelaufen und wollte ihm sichtlich erstechen. Im Jahr 2000 haben alle Menschen groß geschaut, hallo, was ist da los? Was tut sich da? Im Jahr 2004 haben die allermeisten so reagiert, als wäre das überhaupt nicht vorhanden. Als ging das niemandem irgendwas an. Und wir sehen nicht nur daran, sondern an vielen anderen Dingen, dass die Menschen in diesem Land oder sehr viele Menschen in diesem Land in einer Art Nebel leben, in der sie vieles der Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen können. Schuld daran ist zum Teil diese Suggerierung der Politik, ja, es ist in dem Land eh alles in Ordnung, was zunehmend schlechter gelingt, wie ihr alle wisst. Zum anderen aber vor allem die Medien. Medien informieren, die Massenmedien, der Mainstream informieren zum Teil unzureichend, zum Teil manipulativ und zum Teil auch durch Verschweigen gar nicht. Ich möchte für manipulative Berichterstattung jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Die Geschichte ist nicht wahr, aber es beleuchtet sehr gut, wie man ohne zu lügen manipulieren kann. Stellt euch vor, Putin und Obama machen einen Judo-Kampf miteinander. Und nachdem der Wladimir Putin ja ausgezeichneter Judoka ist, gewinnt er diesen Kampf. So könnte ich mir vorstellen, die westliche Presse am nächsten Tag ungefähr folgende schreibt. Der amerikanische Präsident Obama und der russische Präsident Putin nahmen an einem Judo-Turnier teil. Währenddessen Obama hervorragender Zweiter wurde, wurde Putin nur Vorletzter. Ich möchte jetzt zu einer Sache kommen, zu einer Methode der Verschweigung. Ich habe erfahren, dass im April sich erhebliche Mengen an Panzern auf Zügen durch Österreich bewegt haben. Ich weiß nicht, wer von euch weiß das. Bitte die Hände heben. Wir haben sogar den Namen in der Organisation, der das aufgenommen hat. Super, das ist spitze. Hat irgendwer von euch, aber in irgendeinem Massenmedium etwas gelesen drüber? Oder im Fernsehen gesehen drüber? Und die Herrschaften da oben haben drüber kein Wort verloren, obwohl wir in einem neutralen Land leben. Und man muss einmal sagen, das ist ein Skandal. Ich möchte nicht wissen, was das Parlament... Ich möchte nicht wissen, was die Massenmedien geschrieben hätten, wenn sie russische Panzer von Ost nach West bewegt hätten. Natürlich waren die Länderkennungen dieser Panzer waren verdeckt. Ich möchte nicht mutmaßen, nachdem die von Westen nach Osten gefahren sind, woher die wohl gekommen sein werden.
und um solche. Und um solche und andere haarsträubenden Dinge ans Licht zu bringen, dazu gibt es S und G. Und wir fahren mit S und G momentan auf zwei Schienen. Zum einen Handexpress. Das ist eine kostenlose Zeitung, die von Hand zu Hand weitergegeben wird. Es sind hier Meldungen enthalten aus verschiedenen Bereichen, so wie Politik, Wirtschaft, aber auch Medizin, Erziehungswesen und einiges mehr. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit allen, obwohl ich begeistert bin davon, aber dass ich mit allen Artikeln, die ich in S&G gelesen habe, hundertprozentig einverstanden war. Darum geht es auch gar nicht. Wir können die Artikel im S&G negativ bewerten oder wir können sie positiv bewerten. Aber wir können sie immerhin bewerten. Ich habe zu Beginn davon gesprochen, dass die Bevölkerung in Österreich zu einem erheblichen Teil wie in einem Nebel lebt. Und ich denke, ihr werdet das auch merken, wenn ihr versucht, Menschen für diese Mahnwache zu gewinnen, wie schwer das ist mit dieser Argumentation. Ja, da kann man halt nichts machen. Durch das regelmäßige Lesen dieser Zeitung kommt es mit der Zeit zu einer Veränderung des Bewusstseins, zu einer Veränderung des Wahrnehmungsvermögens, ja, ich möchte sagen, zu einer Veränderung der Meinungsfitness. Und dadurch kann ich mehr über mein bisheriges Denken hinausschauen, dadurch kann ich Hintergründe erkennen und dadurch kann ich an den Punkt kommen, aufzustehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wenn das genug Durchdringung in der Bevölkerung bekommen wird, dieser Handexpress, ich bin sicher, der Platz wird voll werden. Und der Platz wird zu klein werden. Hier ist Michael, mein lieber Mitarbeiter, hier Probeexemplare mitgebracht. Diese Probeexemplare des Handexpress sind kostenlos. Ihr könnt sie euch nachher abholen. Und wenn ihr Interesse habt, die Zeitung auch darüber hinaus zu bekommen, es ist bei dieser netten Dame im Rollstuhl eine Liste, ihr könnt euch in diese Liste eintragen, ihr würdet dann in den nächsten ein bis zwei Wochen kontaktiert werden, wie ihr diese Zeitung haben möchtet. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch eine zweite Schiene gibt, auf der wir momentan fahren als S&G. Das ist Klagemauer TV, das ist ein Internet-Nachrichtensender unter www.klagemauer.tv könnt ihr hier Nachrichtensendungen und auch Filmberichte sehen und ich muss euch sagen, die sind zum Teil haarsträubend, erschütternd. Wer das sieht, dessen Meinung wird nachher nimmer mehr dieselbe sein. Ich vermute bzw. weiß, dass wir von unserem politischen Denken, von unserer Weltanschauung, von unserer spirituellen Sicht verschiedenste Ansichten vertreten. So wie wir hier sind. Aber eines, denke ich, haben wir gemeinsam und es ist die Verhinderung eines Krieges und ich meine das sehr ernst, wenn ich sage, es könnte der nächste Krieg, der Weltkrieg Nummer 3 sein. Also lasst uns mitmachen an der Verbreitung dieser Zeitung, die der Erweiterung des Bewusstseins dient, die dazu dient, herauszuführen aus dieser fürchterlichen Haltung, ja, da kann man halt nichts machen. Ich wünsche mir nicht, dass die Menschen, die diese Haltung haben,
davon erst abgehen, wenn ihre Kinder oder ihre Brüder zu Kanonenfutter geworden sind. Ihr könnt euch jetzt bei Michael Gratisexemplare von Stimme und Gegenstimme vom Handexpress holen und euch bei der Hedwig im Rollstuhl hier in diese Liste eintragen. Ihr werdet jetzt von jemand von uns in den nächsten Tagen angerufen werden.